Ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Ich bin Willkommen. Willkommen zu Fußball. Ich bin euer Marcelin Sabich von 12. Und heute wieder zwei klasse Megaspiele. Heute kann entschieden werden, wer ins Viertelfinale geht. Können zwei Teams heute entscheiden für sich. Sie können es natürlich auch versauen und verlieren. Und dann ist es wieder ein ganz knappes Ding. Weil genau Dänemark und Deutschland mit 1:0 Toren und 3 Punkten auf dem ersten Platz stehen. Und umgedreht 0:1 Tore und 0 Punkte für Portugal und Niederlande. Das heißt, selbst wenn Portugal 2:0 gegen Dänemark gewinnt, dann wäre Portugal automatisch erster Platz jetzt. Für die kurze Zeit, bis Deutschland und Niederlande spielt. Also, sagen wir mal so, es steht auf jeden Fall fest, dass das zwei spannende Spiele werden heute. Dänemark und Portugal, das ist natürlich jetzt eine schwere Entscheidung, was ich genau tippe. Ich weiß es selber gar nicht, was ich tippen soll. Ich überlege mal gerade. Ich finde heute übrigens 18 Uhr statt. Le Cavave, oder heißt der Ort auch so? Ich kann ihn nicht aussprechen. Ich schätze mal Dänemark und Portugal. Portugal ist aggressiv. Ich stelle mir wirklich vor, dass Portugal gewinnt. Und zwar, Dänemark wird spielen sehr streng, hart und wird auch für einen Moment den Ausgleich erreichen. Das geht den Portugiesen zu weit und sie schließen das 1-2 und ich schätze auch 1-2 wird das Spiel enden. Zu Niederlande gegen Deutschland. Da stelle ich mir die Frage, wenn Niederlande wieder so viel Pech hat und wenn Deutschland so scheiße spielt. Ja. Was soll man da tippen? Ich habe keine Ahnung. Ich rate jetzt einfach mal, ist ja eh nur raten. Ich schätze mal einfach, weil Niederlande stark ist und Deutschland scheiße baut, wenn beide heute in Bestform auftauchen, dann ist das ein sehr spannendes Spiel und das wird auch 2-1 für Deutschland enden. Wenn beide in Höchstform sind. Also nicht so lasch wie sonst immer. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bei lasch würde ich sagen, nein, ich bleibe jetzt bei diesem 2-1 für Deutschland. Also 2-1 Portugal und 2-1 Deutschland, das sind meine Tipps. Wie sind eure Tipps? Ihr könnt wieder wie immer mitmachen. Ich verabschiede mich erstmal hier, da ist ja jemand auf Skype und interessiert mich aber gerade nicht. Ich bin am Marcelin, bis zum nächsten Mal.